Spektakuläre Bilder eignen sich derzeit in der Wiener Innenstadt und von dort vom Ring erreichen uns diese Aufnahmen ganz aktuell. Es handelt sich um Wasseraustritte von einer teils noch unbekannten Quelle. Es dürfte sich um einen Rohrbruch handeln, so die ersten Informationen, die uns mitgeteilt worden sind. Und ein Rohrbruch sorgt eben dafür, dass jetzt großflächig Wasser ausgetreten ist. Mein Kollege Markus Binder befindet sich mitten im Geschehen. Markus, wo genau ist dieser Wasseraustritt passiert? Was sind die Gründe und wie ist die Lage von vor Ort? Also wir stehen hier direkt an der Kreuzung Schottenring-Franz-Josefs-Quai. Wiener werden diesen Kreuzungsbereich kennen. Hier treffen mehrere Straßenbahnlinien aufeinander und natürlich der Morgenverkehr von der Ringstraße. Und genau hier in diesem Bereich dürfte es einen Wasserrohrbruch gegeben haben, soweit die aktuellen Informationen. Und das hat dafür gesorgt, dass hier der gesamte Kreuzungsbereich mehrere Zentimeter unter Wasser gestanden ist. Und wenn wir hier mal kurz nach hinten blicken, auch auf das Fahrzeug, Skoda bzw. das Motorrad, man sieht da schon, das steht jetzt das Wasser hier teilweise noch 10 bis 20 Zentimeter hoch. Die Feuerwehr, die hat hier alle Kanaldeckel geöffnet, um das Wasser abfließen zu lassen. Und man kann hier auch schon erkennen an den Bereichen, die nur mal nass sind und wo kein Wasser mehr steht, dass das Wasser hier zügig zurückgeht und vermutlich in Bälde hier auch wieder die Feuerwehr abrücken kann. Markus, ich werde jetzt keinen Gefallen tun mit meiner Bitte, aber kannst du dich ein bisschen bewegen? Diese Bilder schauen so spektakulär aus, ich würde gerne mehr davon sehen, beziehungsweise unseren Zuschauern mehr davon zeigen. Vielleicht könnt ihr uns mitnehmen auf einen kleinen Schwenk, soweit das halt möglich ist, solange eure Füße trocken bleiben. Vielleicht können wir da ein bisschen ranzoomen, wo genau diese Quelle des Austritts ist. Vielleicht auch super ein bisschen zeigen, wie viele Feuerwehren hier vor Ort sind. Wie viele Einsatzkräfte sind es denn, die gekommen sind? Und was kommt hier für ein Fahrzeug, Markus? Wir haben hier auf jeden Fall mal zwei große Feuerwehrzüge und ein kleines Fahrzeug von der Feuerwehr. Mehrere Dutzend Einsatzkräfte, die hier am Arbeiten sind. Ich habe auch schon gehört von einigen, die darüber berichtet haben, wie es begonnen hat. Es hat ja schon am Vormittag hier begonnen, das Wasser zu steigen, eben nach diesem mutmaßlichen Rohrbruch, dass sie da teilweise bis zum Knie und noch tiefer im Wasser gestanden sind. Also wenn wir da auch auf die Wand schauen, dann sieht man nämlich rechts an der Wand, wie hoch das Wasser schon gestanden ist. Also da sind inzwischen schon gute 25 Zentimeter wieder abgeflossen. Das heißt, die Feuerwehr hier in Wien hat das voll im Griff. Und selbst im Kreuzungsbereich, ich habe dazu schon mit einigen Polizeibeamten gesprochen, da ist das Wasser mehrere Zentimeter hoch gestanden. Für große Verzögerungen hat es allerdings nicht gesorgt, sondern lediglich ein bisschen Rückstau, denn die meisten sind dann einfach hier durchs Wasser durchgefahren. Selbes galt übrigens auch für die Straßenbahnen. Die sind hier weiter verkehrt, auch während das Wasser teilweise relativ hoch gestanden ist. Das Fahrzeug, das da von links gekommen ist, das ist ein Straßenarbeiter. Arbeiten im Auftrag Magistratsabteilung 28 Fahrzeug. Das heißt, die sind dann eher fürs Gröbere und dafür zuständig, eben den Müll zu beseitigen, möglicherweise aber dann auch bald vielleicht für Aufgrabungsarbeiten, denn wenn es ein Wasserrohrbruch war, dann sind jetzt sicher schon die Leitungen abgestellt, sonst würde das Wasser wieder steigen. Allerdings muss der Rohrbruch natürlich behoben werden und das wird natürlich dann auch Grabungsarbeiten nach sich ziehen. Alles in allem ein sehr prompter Einsatz der Wiener Feuerwehr. Gut, weit hatten sie es ja nicht. Am Hof ist ja die Zentrale, das ist noch nicht einmal einen Kilometer Luftlinie von hier entfernt. Also die waren schnell vor Ort und haben dann auch dafür gesorgt, dass das Wasser langsam wieder abfließt. Hier sehen wir dann praktisch so den letzten größeren See hier im Kreuzungsbereich der Ringstraße mit dem Franz-Josefs-Quai. Aber wie gesagt, der Kanaldeckel, der ist schon offen und man sieht auch, wenn man hinschaut, da fließt das Wasser kontinuierlich ab. Das Laub, das sammelt sich da mittlerweile bei den Abflüssen. Also nachher wird es auf jeden Fall sauberer sein als vorher. Das, davon ist auszugehen, wenn es tatsächlich ein sauberes Wasser war, was hier ausgetreten ist und nicht möglicherweise ein anderes. Sag, wie wirkt sich denn diese Lage auf den Verkehr an? Du hast es schon kurz aufgesprochen, dass zuvor schon teilweise Straße auch unter Wasser stand, dass das jetzt aber sich irgendwie gelegt haben dürfte. Kommt es doch aufgrund dieses vehementen Feuerwehreinsatzes hier nicht doch vielleicht zu Verzögerungen? Kannst du uns dann ein bisschen noch genaueres Update geben? Ganz genau. Die Polizei, die hat sich hier auf den Radweg bzw. in die Nebenfahrbahn gestellt. Also da besteht keine Behinderung und auch auf der Ringstraße läuft der Verkehr mittlerweile wieder problemlos. Wozu man sagen muss, aktuell ist es in Wien vor allem am Vormittag und in den frühen Morgenstunden wirklich sehr schwierig. Da muss teilweise eine Stunde mehr einkalkuliert werden für den Arbeitsweg, denn die Staus, die sind wirklich enorm in den frühen Morgenstunden. Der Taxifahrer hat gestern schon darüber berichtet. Gestern ist ja auch den gesamten Tag die U1 eben nicht zwischen dem Hauptbahnhof und
dem Schwedenplatz verkehrt und der hat gemeint, die Staus, die normalerweise so gegen 10, halb 11 spätestens sich auflösen, die halten momentan eben bis in die Mittagszeit an. Hier auf der Ringstraße merken wir allerdings im Moment nichts davon, also hier dürfte sich auch keine größere Verkehrsbildung abgespielt haben in den letzten beiden Stunden, so zumindest berichten die Polizeibeamten, mit denen ich hier reden konnte. Die Autofahrer haben das relativ gelassen hingenommen und sind einfach durchs tiefe Wasser durchgefahren. Übrigens, das auch noch ein Hinweis für alle, die sowas dann einmal im Rahmen einer Naturkatastrophe versuchen, lassen Sie davon ab. Man weiß nie, wie tief das Wasser wirklich ist. Und wenn das Auto dann mal steckt und wegtreibt, dann ist es oft schon zu spät. Hier war es natürlich nicht so dramatisch. 20 bis 25 Zentimeter Wasserstand, das schaffen doch noch die meisten Pkw, ohne liegen zu bleiben. Allerdings, wie gesagt, wenn man nicht weiß, wo man da hinfährt, sollte man es wirklich lassen. Hier in diesem Bereich kennen die Autofahrer natürlich die Gegebenheiten. Die wissen, dass die Straße da keine tiefe Grube macht, wo sie versinken könnten. Also in dem Fall war es auch nicht allzu gefährlich. Aber wie gesagt, Wasser auf der Fahrbahn ist immer etwas, wo man aufpassen sollte. Also man sieht sie wirklich sehr gut im Bild, die Wassermassen, die dort vor Ort sind. Jetzt allerdings die unangenehme Frage, Wasser verursacht natürlich in den Mengen auch immer gewaltige Schäden. Wir sehen hier ebenfalls ein paar Pkw geparkt, die möglicherweise ebenfalls Schäden durch das Wasser erlitten haben könnten. Wie schaut es das mit der rechtlichen Haftung aus? Hast du da auch schon irgendwelche Infos, ob man jetzt diese Schäden irgendwo geltend machen kann, beziehungsweise wer sich an wen wenden kann? Weißt du da zufällig irgendwas? Also die Versicherungsagenten sind hier noch nicht aufgetaucht, aber du hast recht, dieses eine Fahrzeug, das ist ja teilweise bis zu den Türgriffen im Wasser gestanden. Da kannst du schon davon ausgehen, dass nach einiger Zeit das Wasser auch eindringt und innen dann Schäden verursacht. Und bei Pkw wissen wir ja, da sind wir schneller mal bei 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Euro Schaden, wenn innen das Interieur zerstört worden ist. An wen man sich da wendet, da muss ich zugeben, bin ich ehrlicherweise überfragt. Ich würde es mal bei der Haushaltsversicherung versuchen, ob die sich da angesprochen fühlen. Oder man hat möglicherweise eben beim Pkw eine Vollkaskoversicherung, auch da könnte der Versicherungsschutz greifend werden. Bei einer Haftpflicht steht man am Schluss auf jeden Fall mit den Kosten alleine da. Schaden am Gebäude dürfte es eher nicht gegeben haben. Wie gesagt, der Wasserstand war nicht allzu hoch, 20, 25 Zentimeter, vielleicht eben auf der Straße, die etwas tiefer liegt, noch ein wenig höher. Das hat dem Auto dann garantiert nicht gut getan, aber dass da an der Struktur des Gebäudes Schaden entstanden ist, das halte ich mal für eher unwahrscheinlich. Der gröbere Schaden wird dann vermutlich von den Arbeiten herkommen, denn wenn es ein Wasserrohrbruch ist, da stellt sich dann eben die Frage, war das eher im Gebäude oder war es tatsächlich unterirdisch? Das wäre natürlich dann eine Katastrophe, da muss alles aufgegraben werden und das bedeutet vor allem für die Menschen, die an dieser Wasserleitung hängen, das Problem, dass sie so lange eben kein Frischwasser bekommen. Also da werden sich die Wasserwerke garantiert ordentlich ins Zeug legen und wenn wir da jetzt auch noch einmal auf diesen Kanaldeckel schauen, da sieht man, da rinnt jetzt praktisch schon bald das letzte Wasser hinein. Also wir haben jetzt hier noch beobachten dürfen, wie sich dieser See wirklich innerhalb kürzester Zeit geleert hat, beziehungsweise unter Anführungszeichen ausgetrocknet ist. Also die Arbeit der Feuerwehr hier im Wiener ersten Bezirk, die funktioniert wirklich gut. In wenigen Stunden wird es vermutlich nicht einmal mehr feucht sein hier. Ich habe mir genau das Gleiche gedacht, wie das, was du gerade beschrieben hast. Am Beginn deines Einstieges hat man gesehen, wie hoch das Wasser noch gestanden ist. Und jetzt ist es wirklich schon nur noch, unter Anführungsstrichen, eine riesige Pfütze. Also wirklich eine unglaublich tolle Arbeit, die da die Feuerwehrleute vor Ort leisten. Kannst du abschätzen, wie viele Feuerwehrleute im Einsatz sind? Wir haben ja mindestens zwei Wegen gesehen im Bild. Wie viele Leute sind denn dort vor Ort im Einsatz? Also zwischen 2 und 3 Dutzend habe ich auf jeden Fall hier gesehen. Allerdings sind es in der letzten halben Stunde auch deutlich weniger geworden. Ganz spannend hier übrigens auch, wenn wir noch ein bisschen auf die rechte Seite schwenken. Da ist gerade ein Autofahrer gekommen, der wollte auch durchfahren. Der ist allerdings vom Polizeibeamten belehrt worden, dass das nicht die beste Idee ist und momentan auch gar nicht möglich, weil ja der Kanaldeckel offen ist. An der Stelle übrigens noch ein kleiner Hinweis. Mit Verbrennungsmotor ist man im Hochwasser besser aufgehoben. Wenn die Akkus des Elektrofahrzeugs in der Bodenplatte montiert sind, dann kann es ganz schnell einen Kurzschluss geben. Da reichen dann eben auch diese 25 bis 30 Zentimeter Wasserstand. Also da sollte man auch auf jeden Fall aufpassen beim durchs Wasser fahren. Ja, und man sieht es auch sehr schön, wenn wir jetzt zurückschwenken, ein bisschen auf das Motorrad. Das ist vor kurzem, vor wenigen Minuten noch im Wasser gestanden. Inzwischen steht es schon am Trockenen. Offensichtlich muss auch im Gebäude der Keller ausgepumpt werden. Das sehen wir gerade an diesem gelben Schlauch, der aus dem Gebäude hier am Schottenring herausführt und hier zu der großen oder enorm großen Pfütze führt. Und die Herrschaften, die hier beim Kanaldeckel gerade noch zu sehen waren, die beobachten eben, wie das Wasser hier abfließt. Also man dürfte hier schon so zumindest in den letzten Zügen, was die Arbeiten auf der Straße angeht, liegen. Wie es im Haus aussieht, ist natürlich eine andere Frage. Kann gut sein, dass da die Kellergewölbe völlig unter Wasser stehen.